Der Wochenrückblick vom 28. März bis 3. April 2016. Obertraubling, Diebstahl aus einer Baustelle. Am Montag, den 28.03. 16 Uhr bis Dienstag, den 29.03. 7 Uhr 2016 wurde an der Gleisbaustelle in Obertraubling in der Edeka-Straße von unbekannten Tätern ein aufgestellter Baucontainer aufgebrochen und die komplette Werkstattausrüstung der Baustelle entwendet. Der Beuteschaden beträgt mehr als 10.000 Euro. Des Weiteren entwendeten die unbekannten Täter von einer weiteren Firma der dortigen Baustelle zwei Notstromaggregate, welche mittels schwerer Eisenketten an Masten angekettet waren. Auch hier beträgt der Beuteschaden mehrere tausend Euro. Aufgrund der Größe der Notstromaggregate und der umfangreichen Beute muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport der Beute vermutlich ein Lieferwagen oder Kleintransporter benutzt wurde. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Neutraubling unter der unten eingeblendeten Telefonnummer entgegen. Obertraubling, gefährliche Körperverletzung. Am Donnerstag, den 31.03.2016, kam es um 21 Uhr im Mauritiusweg in Obertraubling zu einer gefährlichen Körperverletzung, begonnen mit einem Messer. Am Abend war es zu einer Ruhestörung im Anwesen gekommen, welche von einem 44-jährigen Deutschen ausging. Der Geschädigte, ein 56-jähriger Deutscher, hatte ihm gebeten, die Ruhestörung einzustellen. Deshalb kam es zum Streit, in dessen Verlauf der stark alkoholisierte und aggressive 44-Jährige ein Messer zückte und den 46-Jährigen am linken Arm verletzte. Ein 21-Jähriger, welcher mit in der Wohnung des Aggressors war und den Streit schlichten wollte, packte der 44-Jährige mit der Hand am Hals und würgte ihn. Im Anschluss daran begab sich der Aggressor in seine Wohnung und verschloss die Tür. Durch die Polizei konnte mit dem Täter telefonisch Kontakt aufgenommen werden und ihn dazu überreden, die Wohnung zu verlassen. Beim Verlassen der Wohnung wurde er von den eingesetzten Polizeibeamten überwältigt und festgenommen. Der 56-jährige Geschädigte erlitt eine Schnittwunde am linken Oberarm, welche in einem Regensburger Krankenhaus versorgt wurde. In der Wohnung des Täters wurde neben mehreren Messern und einer Armbrust auch ein entwendetes Fahrrad gefunden. Beim Einsatz waren mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei vor Ort, welche aufgrund der bekannten Einsatzlage angefordert wurden. Genauere Informationen zu dem Vorfall finden Sie auf unserer Internetseite im Polizeibericht unter www.obertraubling-news.de.